Ja, hallo, ihr Lieben. Heute komme ich vorbei, damit wir uns wieder gemeinsam einfinden und unser Licht stärken und uns ausrichten auf die Kraft der Liebe, auf die Kraft jedes Einzelnen. Und dazu möchte ich euch heute einladen, mitzumachen und bei dieser Heilkraftübertragung mit dabei zu sein. So, mach dich innerlich bereit, bereit auch äußerlich deinen Rahmen. Such dir einen guten Platz, wo du jetzt ungestört bist, um dich zu zentrieren, um dein Licht in dir zu verankern, um kraftvoll zu werden, um dich zu klären und dich auszurichten. Und du weißt ja, immer wenn du das Feld der Liebe und Heilung betrittst, ist ein Resonanzfeld auch von außen und umgekehrt ist das Gleiche. Trittst du das Feld der Angst oder fällst du so in die Angst hinein, in die Verzweiflung, in die Ausweglosigkeit, dann geschieht das ebenso und von außen wird diese Energie resoniert und es wird verstärkt. Also richten wir uns heute gemeinsam aus auf das Feld der Liebe, der Kraft, der Heilung in uns. Und dazu nimm einen guten Platz ein, zentriere dich. Stell deine Füße auf den Boden, setz dich hin oder leg dich hin, wie du jetzt gerne magst und atme mal tief durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Noch einmal einatmen und durch den Mund ausatmen. Und mit jedem Ausatmen atmest du alles Unklare, jegliche Angst, jegliche Ausweglosigkeit aus. Und mit jedem Einatmen atmest du Licht, Kraft, Zuversicht, Stärke in dein Feld ein. So atme ein. Licht einatmen. Alles, was dem entgegenspricht, ausatmen und wieder einatmen. Licht, alles, was dem entgegenspricht, ausatmen. Und so werde immer ruhiger und ruhiger. Werde ganz sanft zu dir. Geh nach innen, spür dein Inneres, spür dein Herz, spür deine Füße fest am Boden und stell dir vor, wie du jetzt unterhalb deiner Fußsohlen Lichtwurzeln, goldene Lichtwurzeln hinunterwachsen lässt, tief hinunter, Erdschicht um Erdschicht. Hinunter zu Mutter Erde, zum Herz der Erde und binde dich an. Und lass diese Lichtwurzeln jetzt ganz stark werden. Stell dir vor, sie werden ganz stark und dicht und du verbindest dich ganz mit Mutter Erde, mit dem Herz der Erde. Und so geschieht es, indem du es beschließt. Jetzt. Und spür deine Fußsohlen, wie sie vielleicht ein wenig kribbeln. Du eine Energie wahrnimmst. Und so bitten wir jetzt gemeinsam, Mutter Erde, wir bitten dich um deine Kraft der Transformation, der Lösung und Befreiung aller Negativität, aller Dunkelheit, aller negativen Einflüsse in uns selbst und im Außen zu transformieren, aufzunehmen, zu verwandeln in pures Licht, in die Liebe. Und wir danken dir, Mutter Erde,
für all deine Gaben, all das, was du uns schenkst, immerwährend, täglich. Wir danken dir aus tiefstem Herzen. Und dann verbinde dich hinauf über dein Kronenchakra, hinauf zur göttlichen Mutter, zu Gott Vater, zur großen Göttin, zu Gott und zum Licht aus der Quelle und zur Quelle selbst. Verbinde dich über dein Kronenchakra in den Kosmos. Oder verbinde dich an die Wesenheiten, zu denen du Zugang hast. Und wir bitten auch hier um Hilfe, um Heilung, um Transformation, um das Licht, das vollkommene Licht der Liebe. Stell dir vor, wie dieses Licht jetzt bereits wirkt und dieses Licht von oben einfließt. Das Licht der Liebe einfließt in dein Kronenchakra, einfließt in dein Stirnchakra, alles reinigt und klärt und heilt, in dein Halschakra, Herz, Solarplexus, in dein Hara-Chakra, in dein Sakralchakra, in dein Wurzelchakra hinunter, in deine Füße, in deine Hand- und Fußchakren, in deine Nebenchakren. Es reinigt und klärt dich. Und so bist du verbunden mit dem vollkommenen Licht der Liebe, des Universums, der göttlichen Kraft. So nimm wahr, wie sich das anfühlt. Wie kraftvoll. Und dann stell dir vor, deine Lieben um dich herum, deinen Partner oder deine Partnerin, deine Kinder, deine Eltern, deine Familie, deine Freunde, all die Lieben um dich herum. Und stell dir nun vor, es ist wie ein Kegel und von oben fließt dieses Licht zu all deinen Lieben rund um dich herum, einschließlich dir selbst, das Licht der Liebe. Ohne dass du etwas weiteres bewirken willst aus deinem Wollen heraus, sondern lass einfach das Licht der Liebe fließen. Für jeden Einzelnen in deiner Familie und für dich. Und alles, was jetzt möglich ist, für jede einzelne Seele, für das Erwachen, für die Klarheit, für die Hinwendung der Liebe und des Lichts in sich selbst und für die Befreiung der Ängste und all das, was freiwillig möglich ist. All das, was die Seelen annehmen dürfen und können. Dann stell dir vor, dort wo du wohnst, fließt dieses Licht jetzt ein, das Licht der Liebe.
in deinen Ort oder in deine Stadt. Und es ist wieder wie ein Dach, wo das Licht in deinen Ort oder deine Stadt einfließt und das Licht der Liebe sich ausbreitet in deiner Stadt. Und stell dir vor, das Licht wird jetzt stärker, ganz stark und dicht, und deine Stadt, dein Dorf wird lichtvoll, vollkommen durchlichtet. Jeden einzelnen Menschen berührt es, jedes Tier. Und die Erde, die Pflanzen, alles, was sich hier befindet. Und dann dehne dieses Licht aus in dein Bundesland und lass es stärker werden, noch stärker. Und es fließt sogleich in dein Land. Und nun wird dein gesamtes Land durchlichtet, in dem du lebst. Licht breitet sich aus im ganzen Land. Dann stell dir vor, in ganz Europa, stell dir vor einen Globus oder eine Landkarte und stell dir Europa vor und lass dieses Licht, wir erbitten das Licht, dass es sich ausdehnt in ganz Europa und ganz Europa wird eingehüllt, das göttliche Licht der Liebe. Dann dehne es aus auf die ganze Welt, auf die Erde und stell dir vor den Globus und wie er sich dreht und dreht. Und du stellst dir vor, wie dieses Licht vollständig, das Licht der Liebe vollständig die ganze Welt erfüllt. Überall hinein, in jeden Winkel, in jede Ecke, in Mensch, in Tier, in Natur, in jedes Lebewesen. Vollkommen reines Licht der Liebe. So stell dir vor, dieses Licht wird noch stärker, das Licht der Liebe, das reine Licht der Liebe wird noch stärker, noch kraftvoller, noch lichtvoller. Und du lässt die ganze Erde erstrahlen im Licht und siehst den Lichtschein. Der sich ausdehnt, auch außerhalb der Erde.
und dann nimm wahr, du bist ein Teil dieser Erde. Ein Teil, der alles verändern kann. Mit deinem Teil, mit dem, was du hineingibst, von deinen Gedanken, von deinem Herzen, von deinen Gefühlen, von deinem Umgang mit dir selbst und mit deinen Menschen um dich. Das ist dein Teil. So spüre nochmal, wie stark dieses Licht ist. Und vielleicht spürst du dein Herz, wie weit und wie offen es ist und wie stark und kraftvoll dieses Licht durch dich wirken kann, in dir wirken kann, in dein Feld, in deine Familie wirken kann. Und dann komm wieder zurück. Zurück ins Hier und Jetzt, in dein Sein, in dein Spüren, in deinen Körper ganz bewusst, deinen Körper zu spüren. Dort, wo du sitzt oder liegst. Und nimm wahr, wie sich das jetzt anfühlt. So bedanke dich bei all dem, was du jetzt erfahren hast, bei den Wesenheiten, die uns das Licht schenken. Mach dir noch einmal bewusst, wenn du in deinem Licht bleibst, in deiner Kraft, in deiner Liebe, wie klar und wunderschön sich das anfühlt, wie stark und kraftvoll du bist, wenn du ganz bei dir bist. Dann komm wieder zurück und regel dich und streck dich, beweg dich ein wenig und öffne wieder deine Augen, komm ganz ins Hier und Jetzt. Und so danke ich dir und wünsche dir alles Liebe.